Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu... Die Katze ist aus dem Sack. Ubisoft hat Assassin's Creed 3 endlich enthüllt und das neue Setting rund um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg preisgegeben. Wir waren beim Publisher zu Besuch und löcherten Scriptwriter Matthew Turner mit kritischen Fragen zu allerhand spannenden Themen. Assassin's Creed has always been... Delikate Themen wie Sklaverei nehmen wir natürlich sehr ernst. Assassin's Creed war schon immer eine Serie, bei der wir auf akkurate Abbildung der Geschichte achten und versuchen, von einer idealisierten Erzählung wegzukommen. Das ändert sich auch mit Assassin's Creed 3 nicht. Ein Thema wie die Sklaverei ist jedoch besonders herausfordernd. The truth of the matter is that the emancipation movement in North America didn't even start to show glimmerings of a start. Die Anfänge der Freiheitsbewegung in Nordamerika unter Beteiligung von Benjamin Franklin startete erst 1787. Unser Spiel findet vor diesen Entwicklungen statt und zu diesem Zeitpunkt war Sklavenhaltung so stark in der Kultur verankert, dass sie schrecklicherweise völlig normal für die Menschen war. Die Wahrheit wollen wir nicht beschönigen, daher zeigen wir auch diesen Teil der Geschichte, wie er wirklich war. Wir wollten dieses Thema auf jeden Fall ansprechen, doch im Kern geht es um den Zwiespalt zwischen Assassinen und Templern. Im Zuge dieser historischen Genauigkeit werden wir die Kontroverse um die Sklaven auf jeden Fall thematisieren, wir werden sie aber nicht in den Fokus rücken. Eine Diskussion, die sie justifiziert, dass sie genug, you know, that they deserve at least, but they will certainly be there. The question of Desmond and it's a Die Frage bezüglich Desmonds Anteil am Spiel ist zurzeit sowohl unter Fans als auch Medien beliebt. Und das ist spannend für uns, denn es heißt, es interessiert die Leute. Ich kann dabei zwar nicht ins Detail gehen, weil Desmonds Story in der Gegenwart einen wichtigen Teil der Handlung einnehmen wird, aber man verbringt mit ihm diesmal mehr Zeit als in allen Teilen davor. Wir geben seiner Geschichte mehr Zeit und wir sind uns sicher, dass es dieses Mal sehr befriedigend sein wird. Auch wenn der Actionanteil mit jedem Serienteil zunahm, zählt das unauffällige Vorgehen für uns nach wie vor zu den Grundpfeilern von Assassin's Creed. Das macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, wie sich Connor im Wald bewegt, dort von einer höheren Ebene über den Gegnern agiert. Er ist eine Art Jäger, der im Schatten arbeitet. Ein weiteres Beispiel ist die Schlacht von Bunker Hill, die im Spiel vorkommen wird und in der sich die Rebellenarmee mit den englischen Rotröcken bekriegt. Connor nimmt nicht an der Schlacht teil, er nutzt den Kampftumult stattdessen als Deckung, um unbemerkt an sein Ziel zu gelangen. Die Vorstellung, als Schatten hinter den Kulissen zu agieren, gehört für uns zum Kern dieser Franchise. Und diese Idee wollen wir mit Assassin's Creed 3 noch weiter vorantreiben. In der damaligen Zeit gab es noch kein Amerika oder Amerikaner. Das existierte alles noch nicht. Die meisten Kämpfe während des Krieges fochten in Wahrheit Briten gegen Briten aus. Wie erwähnt, wir versuchen alles so realistisch wie möglich darzustellen und dabei nicht Partei zu ergreifen. Wir möchten beide Seiten der Medaille zeigen und den Spielern die Begebenheiten so vermitteln, wie sie sich damals entfalteten, mit all ihren Auswirkungen. Das gilt vor allem für die Dinge, von denen die meisten Leute gar nichts wissen. Nichtsdestotrotz ist es eine Geschichte über den Konflikt von Assassinen und Templern, aber auch hauptsächlich die Geschichte von Connor. Wir verfolgen sein Leben und zeigen die amerikanische Revolution aus seiner Sicht. Es geht um seine Erfahrungen und woran er glaubt. Und wir hoffen, dass die Spieler seine Ansichten ebenfalls teilen werden. Wenn wir also eine Seite ergreifen, dann ist es die Seite unseres Protagonisten.